Könntest du Harry Kane noch einen Tipp geben? Harry Kane, der Füllkrug-Imitator aus England. Wo sind die Schwächen von Harry Kane für die Dortmund? Ja, wir sind heute beim Sportbild Award und es sind viele prominente Spieler da, unter anderem Robert Lewandowski und Niklas Füllkrug, also echte Sturmlegenden. Und wir wollen wissen, was halten Sie vom Transfer von Harry Kane? Wer wird deutscher Meister und wann gehe ich nach Saudi-Arabien? Sag mal hier, Harry Kane jetzt bei den Bayern. Sag mal, wie ist das jetzt? Bist du ja leider nicht mehr der einzige Mittelstürmer in der Bundesliga. Ja, habe ich mitbekommen. Jetzt ist ja dieser Harry Kane da, der Füllkrug-Imitator aus England. Ja. Was sagst du? Ja, ist ein guter Fußballer. Wärst dir lieber gewesen, er wäre nach Saudi-Arabien gewechselt? Nein, weil ich glaube, am Ende ist für die Bundesliga das gut. Natürlich ist es, glaube ich, kein anderer Club in der Lage gewesen, so viel Geld auszugeben wie der FC Bayern. Daher. Ja. Aber jetzt ist ja hier Harry Kane, ist ja jetzt in München. Der ist ja jetzt quasi auf deiner Position. Wie lange bin ich schon weg von München? Es ist ja noch nicht so lange. Aber könntest du ihm noch einen Tipp geben? Was ist in München wichtig? Oh, ich weiß nicht, ob das kann ich ihm Tipp geben. Weißt du, wenn wir spielen, dann... Ist eine große Transfer sicher. Ja, wir sehen jetzt hier, was die Stars zu essen bekommen. Sushi wird serviert. Sehr schön. Wir haben hier kleine Brötchen. Also in der Bundesliga backt man kleine Brötchen. Und wir haben auch relativ viel Salat, weil natürlich auch aktive Spieler da sind. Aber für Menschen wie mich gibt es Tiramisu, Schokokuchen und was ist das? Panna Cotta. Also auf jeden Fall für die Wampe ist auch was gegeben. Wo sind die Schwächen von Harry Kane für die Dortmunder? Dass er sich vielleicht in der Verteidigung ab und zu ein bisschen sehr zurücknimmt. Im Spielaufbau für die Dortmunder könnte das ein Vorteil sein. Das muss man aber auch ausnutzen. Aber vielleicht macht er es auch anders jetzt in seinem ersten Jahr, vor allem auch bei Bayern. Mal schauen, es wird spannend zu sehen sein. Es ist soweit, ein Lothar Matthäus ist bei mir. Il Grande. Und was sagt Il Grande zu Harry Kane? Könnte der auch zu einem Il Grande in Deutschland werden? Ja, er ist ja schon Il Grande in England. Ja. Nicht nur als Tottenham-Spieler, sondern auch Nationalmannschaftskapitän. Aber natürlich, Lewandowski-Nachfolge, nicht einfach, aber er könnte Il Grande auch in Deutschland werden. Now you have Harry Kane playing for Bayern Munich. How is the chance for BVB to win the title this year? Like always, you know, we have a high chance, but it's not because there is one player here who will have some problems. I think we need to focus on ourselves, play some good games, make sure that we develop a good game and we win games and then we will see if we have a lot of chance to win or not. Harry Kane ist in der Bundesliga und wenn einer da eine Meinung zu hat, ist es jemand von der Bild. Ja, Yes We Kane haben wir gemacht. Yes We Kane. Ich war erst skeptisch, habe gesagt, viel zu teuer. Aber jetzt muss ich sagen, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Nur weil er mal ein Tor gemacht hat? Ja, was? Weil er ein Tor gemacht hat. Aber das ist ja schon mal was, was man aufbauen kann, oder? Aber so schnell bist du zu überzeugen. Ja, Ich bin schnell zu haben. Harry Kane bei den Bayern ist ein geiler Transfer, oder? Super. Für die Bundesliga super. Wenn die Bundesliga den Kapitän der englischen Nationalmannschaft kriegt, ist das natürlich auch eine Aussage. Das haben die Bayern also für die Bundesliga gut gemacht. Ja, viele sind begeistert vom Transfer. Schreib du mal in die Kommentare, was du von Harry Kane hältst. Hat er eingeschlagen wie eine Bombe? Klick aufs nächste Video, sehen wir uns gleich. Und Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und komm bei meiner Live-Tour vorbei. Mut zur Lücke, Comedy, es geht wieder los.